Auto. Wir machen weiter mit etwas aus der Weltliteratur. Wir kommen zu unserem Spiel Roman. Ich hoffe, Sie lesen alle sehr, sehr gern. Wir haben heute drei verschiedene Romane zur Auswahl, die unsere Künstler für uns nachher geben werden. Ich werde eine kleine Kostprobe lesen, aber ich will das natürlich nicht selber auswählen. Das sollen Sie tun. Ist hier irgendjemand, der gerne liest? Irgendwo? Jemand, der gerne liest? Hier ist niemand, der gerne liest. Doch, doch, Sie lesen. Ich höre gerade, Ihr Gatte, Freund, Lebensabschnittsgefährte sagt, Sie lesen gerne. Ich komme zu Ihnen. Lassen Sie mich einfach mir aufs Eckchen. So, wir haben hier drei Vorschläge. Es könnte ein Horrorroman sein, das wäre so aus der Trivialliteratur, eine Liebesgeschichte oder vielleicht ein Western. Was würde Ihnen zusagen? Was sollen wir für Sie lesen und geben? Horror. Horror! Guck mal da, das finde ich aber... Ja, das ist eine schöne Frage. Bitte? Wir geben... einen kleinen Extrakt aus der großen Horrorliteratur. Wenn ihr bitte alle auf diese schöne Bühne für unsere kleinen literarischen Erguss gehen wollt. Und zwar würde ich sagen, Oliver und Mirko, ihr fangt an. Und alle weiteren Rollen und die Dinge, die da kommen, ihr wählt sie frei. Alles, was da kommt, könnt ihr darstellen. Ich würde sagen, wir beginnen, wenn der Eckzahn zweimal piekst. So heißt dieser schöne Roman. Es ist eine stürmische Nacht in den Karpaten. Vampirjäger Dr. van Hirnström schaut grimmig auf den steilen Weg, der den Berg hinaufführt. Neben ihm scharrt sein treues Pferd Gisela ungeduldig mit den Hufen. Hoch über ihnen thront das Schloss des Grafen Aorta. Ruhig, ruhig, ruhig. Van Hirnström hatte sich geschworen, diesem Monstrum einen Pflock durchs Herz zu treiben. Er kratzt sich wild entschlossen die Hoden und grunzt. Okay. Es ist ein sehr einfacher Doktor Hirnström. Ja. Okay. Zwei Fledermäuse kommen angeflattert. Sie verwandeln sich erst in Erdmännchen, dann in Ferkel, dann erst in verführerisch schöne Jungfrauen mit riesigen Eckzähnen und noch größeren Brüsten. Was ist hier los? Eine von ihnen sagt: Hallo! Stürzt aber unglücklicherweise in den Abgrund. Die andere flötet: Oh, meine schärfste Konkurrentin ist tot. Dann fliegt sie plump wie ein Pinguin zurück zu dem Gebieter Graf Aorta. Oh. Tschüss. Es ist noch weit bis zum Schloss. Glücklicherweise ist ein Fahrstuhl in den Fels eingelassen, dessen Tür sich gerade öffnet. Leider passt Gisela das Pferd nicht mit hinein. Hau ab! Und so muss der arme Gaul die vielen Serpentinen heraufgaloppieren. Scheiße! Während Dr. Hirnström gemütlich im Lift nach oben gleitet. Ich hab Arsch. Du bist auch nicht wieder alleine den Fahrstuhl. Im Innenhof des Schlosses treffen sie sich wieder. Hallöchen! Da wird aber auch Zeit, so. Toll! Mann! Meine Güte! Sie treffen sich also wieder und Gisela übergibt sich als erstes erschöpft vor seine Füße. Der Doktor sagt zu ihr: Sag mal, hast du sie doch alle? Vor ihnen erscheinen wie aus dem Nichts der schreckliche Vampir Graf Aorta und sein irrsinnig homosexueller Sohn Fred.
Hallo. Hallo. Ja, sagt mal, wo kommt's ihr denn her? Schaut's ja super aus. Prosecco oder sowas, ha? Hört nicht auf ihn, er hat von Schwulen getrunken. Fred macht sich inzwischen unsinniert an Gisela heran. Sag einmal, du bist ja ein super kleines, super scharfes Pferdl, oder? Dem ja, Pferd scheint es zu gefallen. Hallo, bleib doch einmal rückstehen. Servus. Das ist aber schön, dass du mal lass doch! Lass stehen, wenn's dir gefällt! Lass stehen! Schön bist du! So. Dr. Van Hirnström zieht seine Pistole mit den Silberkugeln und sagt... Moment. Mein Gott, zum Glück ist die geladen! Der Graf lacht nur hysterisch. Jetzt läuft auf einmal alles wie in Zeitlupe ab. Van Hirnström drückt ab. Fred stürzt sich schreiend vor seinen Vater und fängt die Kugel mit seinem Körper ab. Er ist tot, bevor er noch den Boden berührt. Da enthüllt der rumänische Vampir seine wahre Identität. Es ist Peter Maffay. Wir machen eine kleine Pause, genießen Sie die folgenden Kunstfilmchen, aber kommen Sie zu uns zurück, bitte, ja? Unsere Zeit ist vorbei. Ich bedanke mich bei Barbara Schöneberger, Mirko Lonsche.